Was geht? Ich bin Rebecca, ich bin wieder da mit einem neuen Video für euch, auf das ich mich extrem freue, denn es geht um das Thema Meerjungfrauen. Ja, falls ihr mein Video im letzten Sommer noch nicht gesehen habt, dann tut es jetzt, denn da habe ich ja das erste Mal eine Meerjungfrau-Flosse ausprobiert und ja, so allerlei Sachen damit gemacht, bis ich sie am Ende geschrottet habe. Aber es hat so viel Spaß gemacht. Ja, wie ihr sehen könnt, musste ich eine Taucherbrille tragen, weil ich sag's euch, es war so schwer am Anfang. Auf jeden Fall dachte ich mir, da jetzt keiner in den Urlaub kann, man nicht im Pool schwimmen kann, außer man hat vielleicht Glück und einen Pool zu Hause. Und ja, man einfach nicht irgendwie als Meerjungfrau rumschwimmen kann momentan. Wir holen uns das einfach nach Hause und reagieren auf die krassesten Meerjungfrauen-Videos. Übrigens, schreibt mir jetzt den Daumen nach oben, wenn ihr auch Team Meerjungfrau seid und schon immer Meerjungfrauen geliebt habt. Also ich denke mal, wir finden mindestens, sagen wir mal, 34.200 Leute, oder? Sprechen wir jetzt den Daumen nach oben. Das ist so eine komische Zahl, aber ich bin echt gespannt, ob wir die knacken werden. Aber ich würde jetzt sagen, wir labern nicht so viel, wir starten direkt damit und wusch. Und bevor wir loslegen, versucht mal nicht wow zu sagen. Ich bin gespannt, ob ihr es schafft. Schreibt mir unten dann in die Kommentare, ob ihr es durchgehalten habt oder nicht. Weil ich finde, bei solchen Videos sagt man super schnell wow. Okay, das ist jetzt schon schwer. Es ist so schön, ich würde am liebsten heulen. Leute, ihr dürft noch nicht mal das Wort denken. Hat die Person das selber gemacht? Ich brauche diese Krone. Also ich weiß jetzt nicht, ob die im Wasser halten würde, aber guck mal, wie schön die ist. Das ist eine richtige Meerjungfrauenkrone. So stelle ich mir das vor. Vor der Scheibe kleben, wie creepy das auch klingt, aber ich würde davor kleben, so wirklich so mein Gesicht dran klatschen. Okay, das finde ich krass mit den Haaren auch noch. Passend zur Flosse, also noch mehr Meerjungfrau geht nicht. Warum gibt es das nicht überall? Eine Meerjungfrau, die im Aquarium dabei rumschwimmt. Das wäre voll das Highlight, ich glaube für alle, oder? Ich will das auch gerne machen. Bei ihr sieht das so echt aus. Und krass, diese Flosse. Schaut die euch einfach mal an. Also einige von euch haben mir ja mal geschrieben, es gibt Silikonflossen, die sehen um einiges echter aus. Ich habe auch mal geschaut, ey Leute, wisst ihr, wie viel die kosten? Über 1000 Euro. Ich glaube, die kriegst du nicht unter 1800, 1900. Stellt euch das mal vor. Okay, wenn du das als Job hast, Meerjungfrau zu sein, was übrigens der absolute Traumjob ist, dann ist es ja klar, dass du so eine Flosse dir kaufen solltest und da rein investieren solltest und das lohnt sich ja dann auch, aber so, ich weiß ja nicht. Das ist sau teuer, aber die sieht richtig schön aus. Und die Flosse bewegt sich natürlich viel schöner am Wasser. Schaut euch das zum Beispiel an. Ich glaube, sie hat ja auch so eine Silikonflosse. Das sieht einfach mal so viel anders aus als diese Finfan-Flosse, die ich so benutzt habe. Obwohl die auch schon echt schön ist. Aber das sieht natürlich richtig heftig aus. Vor allem auch mit dem Oberteil. Wo gibt es so ein Muscheloberteil? Oder sowas? Wisst ihr, was ich gemacht habe? Ich wollte auch so ein Unterwasserbild machen, aber es sah so aus. Ich glaube, ich muss dazu nichts sagen, Leute. Es hat nicht funktioniert. Was ist das? Wie tief ist das Wasser, Leute? Das ist schon schwarz. Aber guck mal, wie schön das schimmert. Als hätte das so echte Fischschuppen. Okay, das will ich auch unbedingt mal ausprobieren. Das ist auch cool. Und ich glaube, eine gar nicht mal so schlechte Übung. Maggie, sag es nicht. Sag es nicht. Ich weiß nicht, wie die das hinbekommen. Wie machen die Bilder unter Wasser, dass die so schön aussehen und nicht gerade so komisch ramschig? Bei mir kommt nur komisches Zeug raus. Oder das. Wie tief muss bitte das Wasser sein? Also wenn das nicht hundertprozentig Meerjungfrau ist, dann weiß ich auch nicht. So muss eine Flosse aussehen, finde ich. Da würde ich mir sogar so eine grüne holen, wenn die so aussieht. Was sind das denn? Meerjungfrau Cake Pops in der Art? Ich dachte immer, sowas wäre Eis, wenn ich sowas gesehen habe irgendwie. Nicht so Kuchen oder so. Diese Flosse! Ich will sie auch! Warum ist die so schön? Da sind so kleine Flossen dran und so. Das sieht so echt aus. Oh mein Gott! Oh mein Gott, Meerjungfrau Next Level! Ich drehe durch, das ist... Oh mein Gott, wow, das ist wow hoch 1000, Leute. Das ist so schön.
Hätte ich so ein Bild, ja, ich würde heulen. Ich finde, das sieht so richtig schön aus, wenn die Flosse auch noch sich so mitbewegt. Kein Wunder, warum die so richtig toll sind. Schaut das euch einfach mal an. Wie schön kann etwas sein? Das sieht so echt aus. Was? Cornetto Meerjungfrau? Warum gibt es sowas hier nicht? Becky ist sauer. Becky ist sauer. Warum gibt es das nicht? Ich will das haben. Okay, Nägel. Jetzt kommt bestimmt Meerjungfrauen-Nägel. Also ich finde es ein bisschen zu lang, aber oh mein Gott. Guckt euch den Ringfinger an und den kleinen Finger. Die finde ich übelst schön. Also richtig Meerjungfrauen-Nägel, darauf hätte ich auch Lust. Wenn die denn schön aussehen, ne? Und nicht zu den schlimmsten Nageldesigns ever gehören. Ich hätte Angst, sowas zu machen. Allein auch mit der Flosse, ich hätte Angst. Best Friend Goals. Leute, ich bin sprachlos. Ich bin sprachlos. Wie schön kann etwas sein? Das ist so toll. Vor allem mit Delfinen noch. Diese Babys. Das sind noch Baby-Delfine, oder? Kann etwas schöner sein als das? Leute, ich heule gleich. Das ist Folter. Wenn ich sowas sehe, ne? Becky wird neidisch hier. Nein, Spaß, aber ehrlich jetzt, ich habe versucht, sowas auch auszuprobieren, aber ich bin gescheitert. Ich habe dezent Panik bekommen, es sah einfach nur krüppelig aus und ich bin zur Seite gerutscht und keine Ahnung, also in der Flosse rutscht du manchmal so ein bisschen zur Seite, was ein bisschen blöd war. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei der neueren Version ist, die ich jetzt habe, aber bei der älteren ist es ein bisschen nervig. Vielleicht kennt das ja von euch jemand auch, der diese Flosse hat. Man rutscht mit den Füßen so hin und her. Ich habe es nicht hinbekommen. Ich habe es einfach nicht hinbekommen, aber irgendwann mal kriege ich es hin, Leute. Irgendwann mal kriege ich es hin. Wow. Wow. Ich kann nicht anders. Diese fließenden Bewegungen. Leute, schaut euch mal diese Flosse an. Die glitzert. Oh mein Gott, die ist ja wohl sowas von heftig unter Wasser. Leute, ist das ein Visco-Meerjungfrau-Mädchen? Sogar eine Hydro-Flask und diese Muschelkette. Yo, ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Dieses Oberteil finde ich ja richtig toll. Also wenn, dann muss man wirklich so ein Muscheloberteil anziehen. Leute, ich habe überall danach gesucht, ich habe kein vernünftiges gefunden. Das war so hart, schwer, unnormal. Lebende Meerjungfrau? Wie fies in so einem Glas. Aber es sieht krass aus. So echt. Wie aus solchen Filmen. Und sie sieht wirklich aus wie eine Meerjungfrau. Wie kann man sich so schminken? Okay, wie heftig wäre das, das da zu haben? So ein Make-up und solche Haare mit einer Meerjungfrauenflosse. Ja, so elegant sah ich jetzt auch nicht aus. Becky wird sad. Oh mein Gott, wow. Wow, schaut euch diese Flosse an. Okay, jetzt kommt's. Bestimmt mit Meerjungfrau-Flosse. Ja, wusste ich's doch. Alter, nicer Übergang. Oh mein Gott, das finde ich richtig schön gerade. Oh, wie süß ist das denn? Oh mein Gott, das ist Goals, Leute. Das ist Goals. Also wenn das nicht eine richtige Meerjungfrau ist, dann weiß ich auch nicht. Also das ist unnormal. Ja, so sah ich aus. Läufst du doch vom Wasser weg? Was ist los? Digga, du musst ins Wasser. Du bist eine Meerjungfrau. Du kannst doch nicht von dem Wasser wegrennen. Was ist sie für eine Meerjungfrau? Was ist sie für eine Meerjungfrau? Iu. Iu, was ist das? Oh mein Gott, das zerstört gerade alles. Leute, was ist das für eine Meerjungfrau? Iu. Ich hätte Angst. Ich glaube, sie hat auch schon Angst. Das gesehen? Gruselig! Das ist die schlimmste Meerjungfrau ever! Richtig gruselig, ich krieg davon schon Albträume, ich will das nicht mehr sehen. Hä, ist das. Ist das eine normale Flosse? Also so eine von Finnfan oder ist das auch wieder so eine Silikon? Ey, solche schönen habe ich noch nie gesehen! Wo gibt es die? Das ist schön.
Oha! Oh mein Gott! Bester Squad ever. Kann ich da bitte Teil von sein? Ich will da mitmachen. Wenn alle das auch so sehr feiern wie du. So was wünschst du dir. Ja, wir sind schon am Ende angekommen. Ich könnte mir das stundenlang angucken. Musstet ihr wow sagen oder so gar nicht? Und was fandet ihr am besten davon? Welches Video, welches Bild vielleicht? Mögt ihr selber mit der Meerjungfrauflosse rumschwimmen? Habt ihr schon mal ausprobiert? Schreibt es gerne unbedingt unten rein und ja. Lasst gerne ein Abo da, wenn ihr mehr verrückte Videos auch diesen Sommer sehen wollt. Abonniert unbedingt den Kanal und ich würde sagen, wir sehen uns in meinem nächsten Video. Ich hab euch so, so da lieb. Bye!